So, dann machen wir hier noch eins Gerade so auf. nebenbei noch mitgezeigt, Hier, geil, nochmal wie du LaForge. bekommen hast. Und sind noch zwei Einzelne dabei gewesen, Baupläne. deswegen gucke ich gerade. Und Baupläne. Wow, geil. Beide Male. Das eine Mal war LaForge. Naja, okay. Nochmal Wieso Ah. LaForge. Oh, ich kann noch drehen. Warte mal. Dabo, Hui. dabo. Dreh und trink, dreh und trink. Yeah, oh, 450 Baupläne für die Bounty. Nein, 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 das ist ja gar nicht mehr zweimal. Nein, nein, nein. Oh Gott, das waren 10 Dilithium für was? Für eine medizinische Kleidung 1. Warte. Oh, ich kann ein Schiff bauen. Wahrscheinlich die Bounty, ne? Nein, für echt Nee. geht verdammt. Die USS Enterprise. Oh, die habe ich jetzt zu. Stufe 8 von 9. Nähert sich der Komplementierung. Genauso wie einige. Oh, ich habe jetzt mittlerweile, warte mal. Wo gerade bei Schiffen hier sind. Die Galaxy-Klasse, 3 Sterne voll. Die Constitution-Klasse, 3 Sterne voll. Die Cardassianische Galor, 3 Sterne voll. Die Valjean, 2 Sterne voll. Und die Constellation, 1 Stern voll. Und die Intrepid-Klasse, auch 3 Sterne voll. Okay. Also ich habe die Bounty 5 Und Sterne die voll. ISS, Entschuldigung, die ISS Enterprise noch, Entschuldigung. Marquis Rider 1 Stern voll. Prakesh 5 Sterne voll. Valjean 2 Sterne voll. Decora Creighton 5 Sterne voll. ISS Enterprise 10, 5 Sterne voll. 10 Sterne. Die Enterprise 4 Sterne voll, Constitution 3 Sterne voll, Enterprise 4 Sterne voll, Borg 5 Sterne voll, Romulana 4 Sterne voll, Constellation 1 Stern voll, Defiant 4 Sterne voll, Voyager 4 Sterne voll. Schön. Also ich glaube, es ist einfacher, wenn du einfach sagst, was dir noch fehlt. Wahrscheinlich, ja. Da die ganzen Discovery Dinge. und Zwere. Alle, die es halt sonst nie so gibt. Und die Naja. ganzen 2-Sterne-Dinger, 3-Sterne-Dinger. Da fehlen immer noch einige. No. Boah, vom Kardassianischen habe ich noch 2391 Baupläne. Ich glaube, den könnte ich auch voll machen, aber es hat 3 Sterne. Es hat so, Ja, ich mache es lieber einmal vollständig und alles, was dann noch übrig ist, kann, weiß ich dann immer, kann ich direkt in die Replikatortonne quasi kloppen. Ja, das weiß ich ja so auch. Alles, wo 3 Sterne dran ist, glaube ich rein. Ja. Ich habe einmal so die 3 Sterne hochgemaxt, einmal schauen wollte, auf was für Werte die kommen, wir dann reisen. Aber so wirklich überzeugend ist das dann auch nicht. Nee. Weiß jetzt gar nicht, welche ich da voll gemacht habe. Hier Constitution Klasse. Schauen wir mal, wenn ich jetzt eine Reise starte mit der Constitution Klasse. Wie schauen die nochmal aus? Egal. Aus der Originalserie. Ja, aber gibt es ja mehrere, die irgendwie gleich ausschauen. Ich glaube, es ist das Eieieiei. hier. Ja, für 2250. Das ist halt mies. Er kommt mit Bonus nicht an die 5-Sterne-Werte ran. Okay, das ist schade. Weil 5 Sterne sind ja starten ab 2500 und Bonus macht 150 aus. Ja. Ja. Also, keine 3-Sterne-Schiffe für mich. Oh, ich habe den Wog schon. Eigentlich kann ich den wegwerfen, oder? Ja, komm, was soll's. Tschüss, Wog. So klingt ein Klingone, der durch die Mondschleuse gefeuert wird. Oh. Ja, was meinst denn du mal? Ganz kurz angetriggert, Discovery. Wir können ja jetzt mal festlegen. Glaubst du, er ist es? Ja. Okay. Ich sag auch ja, auch wenn ich immer noch hoffe, er ist es nicht, weil es ist dann sonst zu lame und vorhersehbar gewesen.
Sie können es eigentlich nur noch verkacken, egal wie sie es machen. Sie könnten also sie könnten es damit nicht verkacken, wenn er es nicht ist, weil dann wäre es echt ein unknown Plot Twist, der einfach was Neues ist. So ist es einfach nur so, oh, okay, es ist doch, wussten wir schon ab Folge 3. Ja. Das wäre so witzig eigentlich. Wenn das doch wäre. Ja. Ja. Die wollten ja mal das Game of Thrones sein, dieses neue Game of Thrones im Weltall. Und wenn dann halt einfach mal der größte Plot-Twist... Dafür müssten sie mal ein paar überleben lassen, die einen auf was, weiß nicht, so... Ja, das erstens. Und wenn der Plot-Twist, der größte bisher, also einfach durchschaut wird, dann, ja, spricht das nicht unbedingt für die erzählerische Kunst. Nee, nicht wirklich, ne? Nicht wirklich. Vor allem, wie das sofort getriggert war, nachdem er überhaupt das erste Mal zu sehen ist. Ja, das hat ja nur ein paar Minuten gedauert. Ich meine, es ist ja auch echt komisch, dieses, ja, ich würde alles tun. Und beim nächsten Mal ist er auf einmal weg, kommt genau. Nie wieder vor und exakt er kommt, taucht auf. Also. Ja. Dann müsste dieser Matt aber auch Bescheid wissen eigentlich, oder? Weil dann müsste er dann wissen, dass er nicht 7 Monate da im Gefängnis war. Weil der wird kaum 7 Monate sich einsperren haben lassen, um... Er kann ja kaum, weil der Wog hing ja erstmal noch mit dem gestrandeten Tekufma-Schiff irgendwo fest. Bis dann der Cole aufgetaucht ist und ihm das weggeschnappt hat unter dem Hintern. Ja, ich weiß noch nicht, wie viel Zeit da vergangen ist. Viel. Ob das 7 Monate waren? Also wie viel weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich kann mich nur daran erinnern, dass Folge 1 und Folge 2 sind ja quasi der Prolog und Folge 3 startet ja da, wo die Burnham mit dem Shuttle abgeholt wird. Wo diese eine Pilotin aus dem Weltall geschleudert wird am Anfang der Szene. Und da heißt es ja irgendwie im Untertitel 6 Monate später. Also es ist schon gut ein halbes Jahr vergangen und in der Folge taucht ja dieses Schiff nochmal auf. Also mit müsste danach eigentlich nochmal ein Zeitsprung passiert sein. Ja, immer wieder mal. Weil man ja dann teilweise zwischen den einzelnen Folgen sagen sie ja, oh, das und dies, also was letzte Woche geschah, 3 Wochen her oder so. Weil ich meine, Vogue übernimmt ja dann eigentlich erst in der 3. Folge das Kommando. Ja. Das heißt, da müssten dann eigentlich jetzt noch einmal irgendwann 7 Monate vergangen sein. Nach der 3. Folge bis zum Gefängnis, also bis zu dem, wo Lorca da gefangen genommen wird. Weil sonst würde es ja keinen Sinn machen, wenn die... Ja. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Schauen wir mal, wie sie das lösen. Oder Matt war nicht so lange da drin. Ich weiß nicht, wie lange Matt jetzt... Also vielleicht haben sie es erwähnt, vielleicht auch nicht. Ich habe es mir jetzt auch nicht gemerkt. Nee. Weiß ich auch nicht. Vielleicht war der nicht so lange im Gefängnis. Naja. Kann es gar nicht beurteilen. Jo. Was haben wir noch? Ich habe gerade die Keiko unsterblich gemacht. Die einfach Frau so. von Dingens. Von O'Brien. Dingens O'Brien. War die eigentlich auf der Dingens? Oder die, auf die bei der Next Generation? War der Dingens eigentlich auf der Dingens? Du warst schon in Dingens? War die auf der Enterprise auch? Keiko, ja. Okay. Worf hat doch ihr Baby entbunden da, als die Katastrophe auf der Enterprise war. Ja, ich muss Enterprise auch nochmal gucken. Next Generation. Und Enterprise, ernsthaft? Oh mein Gott. TNG auch? Na, alle Folgen habe ich nicht gesehen von TNG. Wozu? Anna, es fällt gerade alles. Ich fall gerade vom Glauben ab. Ist das nicht wert? Ja, ich dachte, TNG wäre so. Hast du denn irgendeine Star Trek-Serie mal wirklich, wo du sicher bist, du hast sie nahezu komplett gesehen oder weiß nicht, auf DVD und daher schon mal komplett gesehen oder? Also, Voyager, glaube ich, habe ich alle Folgen gesehen. Gerade die Serie, ne? Ich muss ja zugeben, ich hatte letztens wieder so einen kleinen Voyager-Junk, kann man das so sagen? Hype,
Naja, keine Ahnung was. Und zwar, das Schlimme ist, ich kenne die Anfangsstaffeln sehr, sehr, sehr wenig von Voyager. Die habe ich damals noch mit meinen Eltern zu Hause vom Fernseher geguckt, auf Sat.1, bis dann irgendwann eine sehr lange Pause bei Sat.1 war. Und dann erst sehr später wieder die Staffel 3 oder 4, wo sie dann wieder eingestiegen sind. Und ich selbst habe auch erst die DVD-Reihenfolge bei Voyager mir so gekauft, erst Staffel 5, 6 und 7 und dann lange Zeit die ersten gar nicht. Das heißt, die ersten Staffeln sind bei mir echt nur so Erinnerung 90er Jahre. Und deswegen habe ich mir die mal wieder angeguckt und ich muss irgendwie sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, dass irgendwie jede Folge extremst unter Logikfehlern leidet. Ja, die ersten sind auch nicht so gut, finde ich. Finde ich, werden später ein bisschen besser, wenn Kes Also, weg ist. ach nein! Ernsthaft, Kes? Ach, guck mal einer an. Aber wenn ich drüber lästere, ja. Na, Ich hasse sie jetzt nicht extrem. Also, mir geht Neelix mehr am Sack. Kes ist halt einfach da. Aber Neelix ist immer so, die Stimme schon und wie der immer Das ist halt einfach. rumschlürft. Ja, also Ja, was mir und da echt missfallen hat, war dieses ständige Behandle zwischen Cass, Neelix und Tom. Ja. Also wie sich Neelix da in jedes Mal in Eifersucht und am Ende waren sie wieder happy. Nächste Folge wieder Eifersucht, am Ende waren sie wieder happy. Dann wieder Eifersucht, war wieder happy, Eifersucht, eine happy, Eifersucht, eine happy. Ja, oh Gott, okay. So kann eine Beziehung auch sein. Oh Gott. Nee, aber was ich als extremsten Logikfehler einfach ansehe, es gibt da eine Folge, wo die Voyager irgendwie vor irgendwas flieht, glaube ich, in einen Nebel rein und dann müssen sie irgendwie Protomaterie zünden und dann wird sie irgendwie verdoppelt. Da stirbt dann irgendwie Harry Kim, der wird irgendwie ins Weltall rausgesaugt. Wo die Chainway doppelt ist. Genau, wo eigentlich alle doppelt sind und dann am Ende opfert sich das eine Schiff, um die Vidianer aufzuhalten, und das andere Schiff kommt in diesem Verdopplungseffekt. Ja, mit So. Kim und ich glaube Wildmans Baby oder so. Genau, Irgend so. sowas war da. Jetzt die Szenerie. Die Folge beginnt mit der Geburt von Wildmans Baby. Der Zuschauer wird genötigt, 5 Minuten lang Gekreische und sonst was anderes. Hol das aus, pressen, pressen, hol das aus, pressen, pressen, pressen. Dann fällt auf einmal das Licht an zu flackern und der Doktor meint, okay, wir machen jetzt einen Beam-Kaiserschnitt. Piep, 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 beamt das Kind raus, fertig. Warum zum Henker wird diese Frau vorher so gequält? Tja, der Doktor war halt noch nicht so gut programmiert am Anfang, ja, keine Ahnung. Was ist denn das? Wer bringt denn noch so ein Kind zur Welt, ja? Unter Schmerzen des Leiden, anstatt 3 Knöpfe drücken, oh, da ist es fertig. Hallo? Logik! Naja. Okay, aber wenn das jetzt die einzige Ding in seiner Folge ist, die einzige Kritik. Ah, okay. An der Folge, ja, kann man so sagen. Plus, dass sie alle so ein bisschen sehr naiv reagieren. Also, es war aber generell bei den ersten Starship-Staffeln so, dass sie teilweise, was wir ja auch, glaube ich, schon mal, ich weiß nicht, was hier bei Timelines oder woanders mal gesagt haben, dass der Zuschauer weiß im Prinzip, was auf die Leute zukommt, aber die Crew muss irgendwie noch 30 Minuten drum rumreden. Ja, vor allem bei TNG war das schlimm. Ja. Das haben sie bei Voyager verbessert, finde ich. Ja, bei Voyager haben sie es Bisschen. so gemacht, sie sind viel schneller in diesen Nebenraum gegangen und haben die Gespräche da nicht so lang gezogen, sondern kurz gehalten. Zwar viele Gespräche in diesem Nebenraum, aber ja. Unendlich viele. Ja, neben der Brücke einer der meistbesuchten Räume. Ja. Was mir noch aufgefallen? Eigentlich nicht viel. Ja, doch, sie haben diese eine Kulisse von Tom Paris, sein Billard-Ding. Der dieses Holodeck-Programm. Billard-Ding? So ein Tom Raum. Paris Hit-Billard-Ding. Loch Der garantiert baut ein. eng so ein Lokal aus Marseille nach, wo unten im Keller so ein Billardtisch ist und ein Kamin und eine Bar. Wo sie sich, in einer Folge ziehen sie sich hin zurück, weil das ganze Schiff durch irgendeine Verwirbelung durchreißt. In der nächsten Folge nimmt der Doktor da irgendeine Vidianerfrau als Hologramm ständig mit hin. Und
ironischerweise exakt dasselbe Teil recyceln sie dann nochmal in der Folge, wo Harry Kim in einer alternativen Zeitlinie auf der Erde ist. Ja gut, ich meine, wenn es ums Recyceln geht, dann braucht man sich nur die Knarre anschauen von Spock und Picard. Die dasselbe war. Ja. Gut, aber da lagen 30 oder, Jahre dazwischen. Oder diese, so. Dieser eine Gang, den du immer wieder erwähnst. Diese runde Tiflis-Röhre. Ja. Die habe letztens übrigens rausgefunden. Die berühmte. Die kam bei Voyager mehrfach drin vor, die kam bei Enterprise vor und den Ursprung hat sie in Star Trek 5 Kinofilm. Okay. In Mitte, in der 80er oder so. Ja. Naja. Ich mache übrigens gerade wie ein Verrückter unsterblich. Achso, okay, warte, ich habe jetzt gar nichts gemacht, bei mir war Standbild. Dann mache ich hier auch mal ich den. Ich habe gerade Dr. Crusher die 4 Sterne. Okay, ich unsterblich gemacht. Dr. Holoroman 4 Sterne. Jetzt kommt die Drohne 7. Nicht die Drohne Willi. Nein. Die da schön den Mittelfinger zeigt oder das Mittelröhrchen. Und dann haben wir noch ja, Kommando-Hologramm. Machen wir beide den Doktor. Ja, so, dann haben wir hier Mr. Stamets. Stamets. Wo ja gerätselt wird, ob er den Sprung machen wollte oder eben Lorca. Aber da meintest du ja auch, da sieht man in dieser einen Einblendung, dass es eigentlich Lorca war. Lorca, ja. Also wenn man es normal guckt, ist es echt verflucht schwer überhaupt zu erkennen, weil es wirklich nur ganz wenige Frames sind und die Hälfte der Zeit ist eine Hand vor diesem Display. Aber wenn man sich Zeitlupe bei Zeit, also Frame by Frame by Frame in so einem Videotool anguckt, kann man genau sehen, wie er ein Manual Override einfügt, also eine manuelle Überschreibung der Sprungkoordinaten und dann eine wilde Sprungkoordinate aus den vorherigen gemessenen Sprüngen einfach anklickt und einfügt und Start macht quasi. Der Sack. Bin ja mal echt gespannt, was uns jetzt erwartet, weil es haben jetzt mehrere Schauspieler von Discovery schon berichtet, dass was jetzt kommt, ist nochmal so ein eine richtig große Kehrtwendung. Mhm. Ich auch denke, wie viel Neustarts braucht eigentlich eine Staffel? Ja gut, wenn es nach Brian Fuller geht, wollte er, keine Ahnung, pro 4 Seasons 4 Neustarts machen. Oh Gott. Nee, brauche ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Das Schlimme ist, man hat jetzt schon teilweise, also je nachdem, wie sehr sie sich dazu übertreiben, teilweise ein bisschen das Gefühl, dass sie bei Discovery nicht genau wussten, wohin diese Reise eigentlich gehen. Mhm. Erst führen sie den Klingonenkrieg ein, dann führen sie die Tardigraden ein, dann ist der Klingonenkrieg irgendwie vorbei, jetzt hängen sie in irgendeinem anderen Universum vermeintlich fest. Mhm. Das ist so, da wird es dann vielleicht einen anderen Sieger geben, vielleicht haben da die Klingonen gewonnen. Man weiß es nicht. Mal schauen, ob das unsere Zeitlinie, also die richtige Zeitlinie ist, oder die Spieluniversumszeitlinie. Man soll noch nicht so viel an der Zeitlinie rumspielen. So, was haben wir denn noch? Rocketball Bashir. Okay, der Raclette Bashir. Ja. Ich habe die Private S Money. Money Penny. Stempel gemacht. 3 Sterne. Und sonst noch 2 Sterne Nock. Kadett Nock. 2 Sterne Mage Heron. Ein Kaysen, den der Anno so kennen mag. Noch den Glinda Made 2 Sterne und der 2 Sterne Commander Tucker. Ja, waren einige dabei. Jo, ich bin's bei 3 Sterne Schneider Garak. Klingt wie so ein wie so eine Speise. Schneider Garak. Ja. Asiatenspeise. Wie falscher Bienenstich oder so. Ne? Ich hätte gerne einen Schneider Garak zu mitnehmen. Genau. Also Garak muss ich echt sagen, von Deep Space Nine absolut einer meiner Favoriten als Charaktere. Wie ist es mit dem Dukat, der da vorkommt jetzt in dem Evental? Also der Dukat, den jetzt im Evental vorkommt, dieser Paargeist-Dukat, boah, es ist so ein typischer Husky, so ein bisschen wie Cersei.
Es ist sowas wieder religionsmäßiges, oder? Wie die, wie hießen die noch bei Game of Thrones? Die Spatzen oder so? Oh, okay. So ungefähr tickt er darum. Das, was bei Dukat einfach richtig hervorsticht, ist, der durchlebt über die Staffeln hinweg eine der größten Charakterentwicklungen, die Star Trek eigentlich hingelegt hat. Okay. Der ist ja vorher so voll auf kriegerisch, oder? Was ich Er so die bleibt ersten relativ, also Folgen. das bleibt er auch. Er ist, am Anfang ist er halt ein bisschen immer angepisst und versucht noch irgendwie Deep Space Nine zurückzuholen, was er ja verloren hat. Dann will ich ja nicht zu viel spoilern, dann, ich sag mal, Aber. nähert er sich ein bisschen der Föderation und den anderen ein bisschen an. Und dann passieren noch andere Dinge und dann passieren noch mal andere Dinge und dann passiert noch was mehr oder weniger so ein bisschen seine Familie betrifft und dann passieren noch mal andere Dinge. Und also, ja, Hut ab, also der verändert sich wirklich alle anderthalb, zwei Staffeln lang.